Süßhunger, ja, alles sehr. Was sagt die TCM dazu? Genau. Also, einerseits gehört der süße Geschmack zur Milz. Und wenn wir sehr viel Lust auf Süßigkeiten, auf Süßes haben, dann ist es nach TCM ein Zeichen für einen Milz-Qi-Mangel. Milz-Qi, das ist dieser Überbegriff für die gesamte Verdauung. Und das sind diese 10 goldenen Regeln, die ihr im ersten Modul oder im zweiten Modul bekommen habt, im Trust Your Body, wie du deinen inneren Kochtopf sozusagen so versorgst, dass die Suppe darin immer am Köcheln ist und das Verdauungsfeuer unterstützt. So baust du den Milz-Qi auf, mit den regelmäßigen, vorwiegend gekochten Mahlzeiten. Das gekochte Frühstück ist extrem wichtig für die Milz. Das heißt, für alle, die unter Süßhunger leiden, versucht wirklich immer regelmäßig ein gekochtes Frühstück zu essen, so gut es geht. Und genau, und wenn wir das Milz-Qi aufbauen mit dem, was die Milz wirklich will, nämlich eben diesen regelmäßigen gekochten Mahlzeiten, mit natursüßen Zutaten, die auch wirklich uns nähren, sowas wie Karotten, Hühnersuppe, ja, gilt auch als natursüß, Reis mit Linsen, gute Fette drinnen, etwas, was dich wirklich satt macht auch. Das ist das, was die Milz wirklich braucht. Und wenn man das machen, wird der Süßhunger automatisch weniger. Der zweite Aspekt ist, dass Heißhunger auf Süßes, aber auch auf anderes, zum Beispiel auf Chips oder auf irgendwelche, auf Käsebrote oder auf irgendwas, was halt nicht so günstig ist, oder auf Fastfood. Das kommt auch oft daher, dass wir einfach, dass wir uns zu schlecht versorgen mit den Hauptmahlzeiten, dass wir uns eben nicht satt essen. Das heißt, für alle, die so Heißhungerattacken haben, schaut euch mal an, wie schauen die Hauptmahlzeiten aus? Was isst du zum Frühstück, zum Mittag, am Abend? Und vielleicht brauchst du auch noch eine Zwischenmahlzeit. Also es gibt viele Leute, die nicht mit 3 Mahlzeiten auskommen, sondern die dazwischen am Nachmittag zum Beispiel nochmal einen Hunger haben. Und das ist dann auch gut, was zu essen, weil wenn wir das unterdrücken, dann kommen wir dann am Abend in einem riesen Hunger nach Hause und dann neigen wir natürlich dazu, uns einfach voll zu stopfen und auch nicht unbedingt auf das zu schauen, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Das heißt, wirklich schauen, dass du vor allem in der Früh und zum Mittag dich satt isst. Also nicht vergessen darauf, Fette zu essen oder nicht weglassen, weil du glaubst, du musst jetzt irgendwie Kalorien sparen oder auch Feuchtigkeit ausleiten. Feuchtigkeit leitest du auch dann aus, wenn du zwischendurch ein Fleisch isst, falls du das brauchst zum satt werden, einen Fisch, Eier, und gute Fette nimmst, wie Olivenöl, Nüsse, Samenkerne, auch Schlagobers, Butter sind gute Fette, Sahne. Einfach wirklich schauen, dass du dich satt isst zu den Hauptmahlzeiten, dann werden diese Heißhungerattacken normal auch weniger. Und der dritte Aspekt, und dann höre ich schon auf damit, ist natürlich das emotionale Essen, dass wir essen halt nicht nur, weil wir Hunger haben, sondern wir essen auch aus Frust oder aus Stress oder aus Trauer, Traurigkeit oder aus Einsamkeit oder aus Langeweile ganz einfach. Da kann man dann auch sich anschauen, okay, gibt es bestimmte Muster, wann ich das mache? Ist das, wenn ich einen Streit mit meinem Freund hatte? Ist das, wenn ich mich überarbeitet habe an dem Tag? Ist das, wenn ich überhaupt nicht zum Durchschnaufen gekommen bin? Was steckt da wirklich dahinter? Und das ist dann eben, da kann man sich dann die emotionalen Ursachen anschauen und ganz liebevoll, ohne sich selber zu verurteilen, erforschen, neugierig sein. Was steckt da dahinter? Und wie kann ich mir diese Bedürfnisse zum Beispiel nach Zuneigung, nach Abwechslung, wenn mir langweilig ist, nach Erfüllung, wenn ich mich unerfüllt fühle, oder auch, wie kann ich mit Stress anders umgehen? Wie kann ich mir die wahren Bedürfnisse anders erfüllen als mit Essen? Und wenn ich es doch mit Essen mache, dass ich mir dann wirklich dass ich einfach verlangsame. Das ist der wichtigste Tipp, gerade bei so Heißhungerattacken. Nicht schnell, schnell alles reinstopfen, sondern wirklich zuerst mal durchatmen. Aha. Okay, Heißhunger, dann esse ich das mal und einfach versuchen, immer wieder mal innezuhalten, langsamer zu machen, beobachten, ob ich ein schlechtes Gewissen habe. Wenn ja, dann hat keinen Sinn, schlechtes Gewissen nützt uns nichts, lasse ich jetzt weg, sondern ich schaue mal, wie ich es mit Neugierde und Freundlichkeit zu mir selber herausfinden kann, warum ich das mache.